Guten Morgen aus dem wunderschönen sonnigen Sauerland. Ja, die Vögel zwitschern und ich bin mal wieder auf dem Mountainbike unterwegs. Heute mal eine Samstagsmorgenrunde. War gerade schon einkaufen, nachdem ich aufgestanden bin, und jetzt direkt aufs Mountainbike, die Sonnenstrahlen nutzen. Ihr seht, Tanktop ist an, damit man nicht immer diese Streifen hat an den Oberarmen. Ja, heute wieder mit dem Basti Brutzer unterwegs, den hole ich jetzt gleich in Olpe ab. Da muss ich jetzt so circa 17 Kilometer fahren. Ach ja, ich wollte meinen Tracker noch anmachen. Das mache ich gleich mal noch, damit wir wissen, wie viel wir dieses Mal gefahren sind. Und den Basti werde ich heute mal ein bisschen ausquetschen. Thema Alpencross. Das ist ein Thema, was mich ganz schön reizt. Der Basti hat letztes Jahr einen gemacht mit dem Marius zusammen. Und da werde ich den mal ein bisschen für euch und für mich ausquetschen. Jetzt mache ich den Tracker an und dann geht's ab nach Olpe, den Basti abholen. Okay, der Tracker läuft. Das ist so wunderschön hier. Das kommt, glaube ich, auf den Bildern gar nicht rüber. Wahnsinn, die Luft. Kennt ihr das, wenn die Luft einfach so nach geschnittenem Gras riecht? Wahnsinn. Das ist Lebensqualität. Leute, ich war eben im Supermarkt einkaufen. Das hat mich ein bisschen schockiert, weil einfach so viele Menschen mit so einer schlechten Laune durch die Gegend gelaufen sind. Die Sonne scheint, wir haben nur dieses eine Leben, nur diesen einen Augenblick. Und dann an einem freien Tag auch noch, wo man nicht mal zur Arbeit gehen müsste, was einen eventuell schlecht stimmen könnte, dann schlecht gelaunt zu sein. Ja, das muss meiner Meinung nach nicht sein. Und das ist auch eigentlich eine der wichtigsten Messages, die ich in meinen ganzen Videos rüberbringen will. Das ist die Begeisterung fürs Leben, für den Sport, für ein bewusstes Leben. Dazu auch noch ein bisschen mehr in diesem Video. Ich glaube, der Basti, der ist noch nicht da. Wo ist er denn? Nee, der Basti, der ist noch nicht da. Bin ich dieses Mal Erster. Wir treffen uns hier am Schwimmbad in Olpe. Da möchte ich euch jetzt gerade zum Thema von gerade noch eine Perspektive geben, was ich selber beobachtet habe. Und zwar habe ich gestern meine Steuererklärung gemacht. Und das ist natürlich eine Tätigkeit, die nicht in meinen Stärken liegt. Sonst wäre ich ja womöglich Steuerberater geworden oder würde irgendeine bürokratische Tätigkeit machen. Und da habe ich so richtig gemerkt, wie es mir die Energie entzogen hat. Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Es ist keine Tätigkeit, die mir Energie gegeben hat, wie jetzt zum Beispiel das Mountainbike-Fahren. Ich habe dann heute Morgen auch gemerkt, alle sind schlecht drauf. Bin ich schlecht drauf, habe auch gemerkt, so richtig lächeln tue ich nicht. Und dann gerade auf dem Mountainbike, als ich auch ans Mountainbike gedacht habe, da ist das Lächeln wieder hochgekommen und ich habe so richtig gemerkt, wie ich mit Elan in die Pedale treten konnte. Das heißt, es gibt Tätigkeiten, die in unseren Stärken liegen. Es gibt Tätigkeiten, wo wir nicht so gut drin sind, wo die eher in unseren Schwächen angesiedelt sind. Die einen geben uns Energie, die anderen entziehen uns Energie. Und da habe ich zum Glück die Entscheidung getroffen, in dem Tätigkeitsfeld zu arbeiten, wo ich hauptsächlich die Tätigkeiten tue, die mir Energie geben und somit auch Lebensmut und auch das Glücksgefühl, wonach alle so sehr streben. Das nur kurz dazu. Klar, man kann auch eine Schwäche zu einer Stärke machen. Das habe ich während meines Studiums gemacht, das habe ich auch im letzten Q&A gesagt. Aber es ist ein sehr, sehr weiter Weg. Und bei so Sachen wie eine Steuererklärung, das ist natürlich was, was man auch sehr, sehr selten macht, sehr unsicher daran ist. Und das macht die Sache im Endeffekt nicht einfacher. Das dazu. Jetzt warte ich mal auf den Basti und dann schauen wir mal, dass wir jetzt mal so ein bisschen ins Trailfahren reinkommen. Ich schaue mal gerade auf die Uhr, wie viele Kilometer wir jetzt schon haben. Ich glaube, ich kann die ganze Strecke nicht tracken, weil mein Akku zu schwach ist. Ja, 13,14 Kilometer.
Ja, guten Morgen, Basti. Guten Morgen. Ja, aus dem Sauerland. So eine coole Brille, ey. Ich bin richtig neidisch. Nice, ne? Jetzt sehe ich jetzt alles noch viel besser. Noch schneller fahren. Noch schneller, noch mehr Risiko. Ja, sicher. Wieder geölte Blitz, oder? Ja, aber super. Wieder geleckte Dackel. Ja, sicher. Leg mal was trinken, ja? Basti meint, er hat schon Pappmaul. Basti, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen. Ich muss erst noch auftauen. Aber so. Hast du jetzt hier ein paar Höhenmeter, um aufzutauen? Ja. Das ist doch richtig schön. Jetzt fahren wir mal links rum. Blick über Olpe. Ja, das machen wir mal. Zeigen wir euch mal, wo wir herkommen. Hier ist echt wunderschön. Hey Basti, ist dir schon mal aufgefallen, dass die Leute hier speziell die Leute hier, also schlecht gelaunt sind? Ich war heute im Supermarkt, also miesgrämig. Soll das am freien Tag? Verstehe ich nicht. Schon mal aufgefallen? Ich war hier echt ewig nicht mehr einkaufen, aber ja, allgemein ist man in manchen anderen Regionen, glaube ich, noch mal ein bisschen herzlicher zueinander, das stimmt schon. Ich grüße auch die Leute. Wird dann oft angeguckt, als hätte ich irgendwie einen an der Waffe. Ja. Mensch. Abends nee. In der Stadt beim Bierchen kommt man wieder glücklich zusammen. Genau. Ab dem dritten Bier ist alles wieder gut. Dann sind wir alle Freunde. Alle Freunde, alle offen, alle herzlich. Naja. Schön. Ja, auch ein Rücken kann entzücken. Haben jetzt die ersten Meter gemacht. Und jetzt erstmal ein Schlückchen trinken. Ich habe heute sogar einen Tracker laufen, Basti. Aber erst hat Björn startet, da ist mir eingefallen, dass ich das mal anmachen könnte. Und das Handy so nass. Schütze nur ganz leicht. Ja, jetzt haben wir 16,81 Kilometer. Und schon fast 200 Höhenmeter. Also ein bisschen mehr als 200 Höhenmeter. Ist okay. Ja, ist doch schön ruhig hier, ne? Das ist Wahnsinn. Was für ein tolles Wetter. Krass, für ein tolles Wetter. So, das ist jetzt hier die Eichhardt, ne? Mhm. Eichhardt heißt das hier. So unglaublich warm. Mir läuft der Schweiß wirklich die Stirn runter in die Augen. Und da ist Olpe, hoffentlich sieht man das. Ein bisschen. Ja, ist hier alles gut zugewachsen. Also ist hier mit dem Siegerland die waldreichste Region Deutschlands. Und dementsprechend ist hier auch die Luftqualität. Also da finde ich, merkt man schon einen krassen Unterschied auch im Vergleich zu Innsbruck. Innsbruck ist ja auch eine Einflugschneise. Das ist jetzt hier nicht so krass, dass hier die Flugzeuge drüber donnern und nicht so viel Verkehr. Klar, es gibt eine Autobahn, aber das ist in Innsbruck in der Stadt, im Kessel, nochmal anders. Nice aus. Genau, Funkturm. 36, drittes Bein. Ja, wie ist das beim Mountainbike? Da darf man den Einstieg vom Trail nicht zeigen, ne? Nee, eigentlich nicht. Ja, wurde mir auch schon gesagt. Beim Skifahren ja ähnlich. Bei dem Freeriden und wo die Routen dann sind, ist keine Sharing Economy. Aber so ist es. Die öffentlichen halt, aber nicht die von irgendwelchen Leuten privat gebaut worden sind. Ja. Das ist ja eigentlich eh so ein etwas heikles Thema. Das stimmt. Apropos heikles Thema, vielleicht müssen wir mal über deinen Alpencross mit Marius sprechen. Gerne. Kannst du. So, Sattel runter. Gibt es ja auch so hydraulische Sattelstützen. Das habe ich leider noch nicht. Ist jetzt hier auch das Fahrrad meiner Schwester. Aber mein Rad hat das leider auch nicht. Hast du einen? Nee, du auch nicht, ne? Könnte man mal aufrüsten. War mir beim letzten Mal zu teuer. Ja, ich meine, wenn du jetzt hier eine halbe Stunde hochfährst und dann wieder runter, dann hältst du ja meistens eh vorher an, ziehst Helm auf und so. Da lohnt sich ja echt nicht so richtig, ne? Auch damit, dass es nichts bringt wegen dem Gewicht. Also es hat mehr Gewicht am Rad, aber das Argument halte ich für ein bisschen gewagt. Also ob du jetzt 10 Kilo mehr spürst. Da musst du mal die Skitourengeher fragen. Die sind ja ganz heikel, ey. Ja, die kämpfen jeden Gramm raus. Ja. Ich mir denke, Leute, das ist eine sportliche Herausforderung, aber ich kann es auch verstehen. Als ich da diese Tour gemacht habe im Kütai zum wie hieß der nochmal? Weiß ich, Sulzkogel, genau. Da habe ich auch jedes Gramm gespürt am Ende. Aber ja, man wächst mit seinen Herausforderungen. Ich habe noch nie eine Skitour gemacht.
Nächste Saison, Junge. Cool. Ich habe mir schon neues Material rausgesucht. Holst dir auch einen Ski und dann gehen wir mal ein paar Touren. Ein bisschen Freeriden, geile Fotos machen. Ja, gerne. Gestern Abend auch gute Fotos gemacht. Light Joy. Müssen wir gleich auch hier, müssen wir gleich mal gucken, wo wir einen geilen Spot haben. Ja, bei der Schanze. Ja, ja. Basti. Your turn. Puh. Okay. Okay. Viel besser voll als das letzte Mal. Sick, ey. Boah, das war aber schon einiges zügiger. Ja. Puh. Vor allem nice. Richtig den Anker gezogen, beim Rad mal richtig rumgezogen. Das macht Spaß, ey. Puh. Unterarme. Ich merk's mit Waden. Waden gar nicht. So, auf dem Weg zum zweiten Trail. Wir haben gerade festgestellt, ja, es ist wie beim Skifahren, wie bei allen im Leben. Je mehr man die Sachen macht, desto besser wird man, ne? Man wird auch direkt viel relaxer, viel lockerer. Ja, ne? Lief viel, viel besser einfach. Ja, und ich finde auch, man nimmt das alles auch viel besser auf. Man kann diese ganzen Momentaufnahmen viel schneller aufnehmen, viel schneller halt Entscheidungen treffen. Man wird halt viel sensibler für die Situation. Ja, und ich fand es gerade auch noch interessant, was du meintest. Ist ja wirklich so, das Mountainbike kommt irgendwo dem Skisport schon ein bisschen nahe, dass du halt so Druck auf deine Reifen bringen musst. Ja, genau. Das Unterschied ist, dass du nicht dir die Kurven aussuchst, du musst sie halt anpassen. Genau. Nice, das passt jetzt selber. Von wo bis wo seid ihr in den Alpencross gefahren? In Transalp. Transalp sind wir von München, Haustür, bis an Gardasee gefahren, ja, genau. In wie vielen Tagen? In 7 Tagen haben wir das gemacht. Ah, stark. Ja. Und das war so eine Mischung aus Alpencross und Transalp, weil, also um ganz ehrlich zu sein, wir haben uns nicht so ultra darauf vorbereitet, also auch was die Route angeht und so weiter. Weil man liest so viel, da kann man sich auch schnell ein bisschen verlesen und die Sache verkopfen. An sich haben wir gedacht, ja, an sich ist es ja nur aufs Mountainbike steigen und eine Strecke fahren und ankommen. Und dann haben wir eigentlich darauf geachtet, möglichst wenig Ausrüstung zu haben, die leicht ist. Das ist echt übel.
Dann haben wir immer schön fleißig in so einer Vaseline-Creme die Hose eingespielt und den Arsch, damit man das übersteht. Und sind dann losgedonnert. Aber ja, das Harte war, dass wir teilweise von der alten Cross-Strecke, die du komplett fahren kannst, auf die Transalp-Strecke gekommen sind. Und dann musst du halt schleppen. Und das hatten wir 2, 3 Etappen. Das ging so hoch. Ja, schleppen. Das war brutal. Aber sind dann aber auch in Gebiete gekommen, da war komplett niemandsland. Das war mega stark. Also dann so eine Mischung aus Radweg und Wanderweg, oder? Ja, genau. Ja. Interessant. Und was sind so, wie viele Höhenmeter, Kilometer habt ihr so in 7 Tagen gemacht? Also wir sind am Tag so um die 800 und einmal spitze sogar 1200 Höhenmeter gefahren. Und Kilometer am Tag hat variiert zwischen 50 und 80 Kilometer ungefähr. Man muss das noch machen, ne? Ja, die brauchst du. Aber war es jetzt dann Via Claudia Augusta, eine der klassischen Transalp-Touren oder Mountainbike-Touren, oder war das so jetzt so für euch so angepasst aus München? Das war eine Mischung aus beiden. Ich glaube, wir waren teilweise auf der Via. Teilweise auch angepasst. Also wir haben das alles mit einer App geregelt. Es hatte auf dem Lenkrad sein Handy, sein Smartphone. Darauf liegt eine App. Vorher haben wir die Strecke zusammengestellt. Die könnt ihr auch euch komplett angucken im Netz. Die haben wir notiert. Kann ich mal verlinken. Ja, und ja, dann los, ne? Geil. Und Thema Vorbereitung, wie seid ihr das angegangen? Es gibt ja so in Mountainbiker-Kreisen auch, was der Vater von Marius sagt, so sagt man 10.000 Kilometer soll man vorher im Sattel gesessen sein. Habt ihr das? Ja, also sportliche Vorbereitung mit dem Rad war minimal. Wir haben vielleicht 2, 3 Stunden vorher gemacht, aber die waren alle übersichtlich. Also das war mal wieder der typische Wahnsinn halt, ne? Einfach mal losfahren und gucken. Nice, das gibt mir Mut. Ja, ansonsten ist halt echt nur wirklich, wo wir darauf geachtet haben, ist halt möglichst leichtes und wenig Gepäck. Also du hast noch eine Boxershort dabei, noch ein weiteres Paar Socken und so. Und abends halt im Hotel oder in der Pension oder wo man ankommt, hast du halt rein aus der Tube dabei und machst halt Zeug sauber. Ist auch eine Erfahrung, oder? Ja, voll. Also sonst ist es zu schwer. Das war so schon teilweise zu echt am Limit. Ja, was? Wenn du irgendwo hochklettern musst, hast du Fahrrad auf dem Rücken und dann Rucksack, der 10 Kilo wiegt, dann geht's kaputt. Ja, wie ich gesagt habe, eben auch bei der Skitour, man merkt da einfach dann auch ab einer gewissen körperlichen Belastung und Strecke dann auch einfach jedes Gramm. Ja, ja, ich danke. Wir haben 5 Kilo gesagt, 5 Kilo ist so. 5 Kilo. Ja, stark. Aber auch kein Kameraequipment dabei, oder? Nur die GoPro. Ja, vielen Dank schon mal für die Insights. Gerne. Forscheck. Jo, wir fahren zum zweiten Trail. Also schaut da mal vorbei. Ich glaube, Marius hat da einen Blogartikel geschrieben und YouTube-Video, oder? Ja, genau. Das alles haargenau notiert. Und da könnt ihr alles nachlesen, ja. Werde ich mir verlinken. Ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Aber dazu dann später auch noch mal mehr. Oh, jetzt muss ich hier hoch. Erster Gang. Wege, der macht uns beiden Konkurrenz, oder? Meinst du, der ist natural unterwegs, ohne Steroide? Ich denke schon. Meinst du echt? Das ist ja schön lecker grünes Gras. Die kriegen dann immer Tambolon-Spritze, ne? Ich glaube, sowas machen wir nicht im Pol. Im Pol nicht, ne? Wir freuen uns auch in eine Brauerei. Namen wollen wir jetzt hier nicht nennen. Ihr wisst ja, welche Marke mir da besonders gut schmeckt, aber. Ja, der Basti, der wohnt quasi da oben. Ja. Der ist zwischen den Kühen aufgewachsen, mehr oder weniger. Du geschubst nachts. Genau. Versucht, mich übergeben. Aber hier ist auch deine Schlittenwiese, ne? Ja. Liebe runtergedroschen wie die Wild. Gewisse Parallelen. Mein Bruder hat sich dreimal den Arm gebrochen hier auf dem Hügel. Gewisse Parallelen zum Skifahren und zum Mountainbiken, ne? Ja. Erstmal runterfahren, ohne Fragen zu stellen. Das ist mal krass, die Entwicklung hier, wenn du den Winter siehst. Ey, früher als Kind, hier war Schnee, da bist du fast abgesoffen. Ja, den Winter konntest du hier nicht einmal Schlitten fahren, so wirklich. Das ist Wahnsinn. Ich habe da übrigens hier jemanden kennengelernt, einen ja, wissenschaftlichen Winterschneeforscher, den Günther Aigner. Mit dem plane ich gerade eine Serie. Und da wollen wir wirklich mal Licht ins Dunkel bringen, wie lange wir eigentlich noch Skifahren werden können laut der Berechnungen und Prognosen. Und das wird, glaube ich, ein spannendes Thema. Muckelig ist. Aber okay, mach Bock.
Story. Ich mache jetzt auch nochmal eine Story. Also unbedingt dem Bastian und mir auf Instagram folgen. Ganz wichtig. Danke. Du musst Schwung nehmen, sonst kommst du da nicht drüber. Genau, das ist alles geil. So, Basti, jetzt soll in die Wicke reinspringen. Backflip. Schon rückwärts von der Brücke. Hast du schon mal Rückwärtssalto da runter gemacht? Ja, bei dem Wasserstand, das ist nicht so 6, 7 Meter. Aber 10 Meter mach ich's nicht. Dann müssen wir im Sommer mal machen, oder? Machen. Erst schon biken und dann schön. Schwimmhose bei. Ja, Handtuch. Yo, ich verabschiede dich, Basti, aus dem Video. Ich fahre nämlich jetzt wieder nach Hause. Vielen Dank für die geile Session, ey. Das war geil. Das ist mega nice. Es ist ähnlich wie beim Skifahren, ne? Das sind auch geteilte Emotionen, mehr oder weniger doppelte Emotionen. Absolut. Mega geil, ey. Hat richtig Laune gemacht. So kann man ins Wochenende starten, würde ich sagen. Schön ausgepumpt für den Vormittag. Jetzt gleich mal lecker essen. Und dann Nachmittag. Ja, sicher. So muss ein Samstag aussehen. Also Leute, wenn ihr mehr von Basti sehen wollt, schaut bei ihm auf dem Instagram- und YouTube-Kanal vorbei. Ganz wichtig. Und wenn wir noch mehr Videos zusammen machen sollen, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. So, dann habe ich es geschafft. War eine coole Runde. Muss jetzt ein bisschen Gas geben, weil gleich in anderthalb Stunden treffe ich einen Kumpel in Euskirchen. Und ja, jetzt habe ich nur noch anderthalb Stunden. Also ein bisschen langsam gefahren. Also ein bisschen, muss ich ein bisschen Gas geben. Mein Akku ist leider gerade platt gegangen vom Handy. Ich hatte ja getrackt. Ich habe eben nochmal nachgeschaut. Es waren so um die 45 Kilometer, 42 Kilometer, glaube ich, getrackt. Blende ich jetzt hier mal ein, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Höhenprofil weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Vormittagsrunde durch den oder eine schöne ja, Abendrunde auch. Schön durch den Wald, an einem See entlang, schöne Trails, auch mal berghoch, bergrunter. Also man kann seine Fitness trainieren, aber auch seine Koordinationsfähigkeit, auch so ein bisschen das Gefühl fürs Tempo. Ich gönne mir jetzt erstmal hier noch so ein leckeres Krommacher 00. Finde ich sehr, sehr geil nach dem Sport, weil es direkt ins Blut geht. Also die isotonische Wirkung, die funktioniert übrigens auch, wenn man mal einen über den Durst getrunken hat. Ist es am Morgen danach gar nicht verkehrt, kann ich empfehlen. Wer meine Instagram-Story kennt von Mittwoch, der weiß, dass ich da am Weinfest war. Am nächsten Morgen habe ich mir so eins gegönnt und das ist wirklich ein Game-Changer. Hier noch ein kleiner Tipp. Ich würde es nach dem Sport vor allen Dingen, aber allgemein nie zu kalt trinken, eher auf Zimmertemperatur. Dann geht es nochmal schneller rein. Das ist dann auch nochmal angenehmer, weil der Körper dann das Getränk nicht auf Körpertemperatur erst noch erwärmen muss. Ja, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst so einen Daumen nach oben da. Ich freue mich sehr über euer Feedback.
ob ihr mehr Mountainbike-Touren sehen wollt und vielleicht sogar einen Alpencross per Mountainbike oder Fahrrad. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen extrem schönen Tag. Macht's gut, euer Julian. Ciao.